Boah, ich bin sogar gedriftet. Das ist ja der Knaller. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und herzlich willkommen zurück bei Drive Club. Wir sind weiterhin im dritten Offline-Schwierigkeitsgrad der Singleplayer-Kampagne. Und zwar der Tour Semi Pro. Und es geht in meine Lieblingsdisziplin, den Bandipur Drift. Nichts gegen Bandipur, aber Drift finde ich zum Speien. Okay, erreiche ein Drift-Ergebnis von 5900, um ja, alle 3 Sterne zu erreichen, oder 4, 5 und 3, um 2 oder 1 Stern zu erreichen. Und ganz ehrlich, beim Driften freue ich mich ja über jeden einzelnen Punkt. So, fahren tun wir den Ferrari California. Die Teamlackierung ist gerade nicht verfügbar. Ich habe immer noch das Internet aus und auch gar keine Lust aufzustehen und es zu aktivieren. Also nehmen wir einfach... Ach komm, wir nehmen die Werksfarbe. Ui, Babyblau Metallic. Schick, schick. Ja, Bandipur, sollte es es tatsächlich geben, befindet sich dann anscheinend in Indien. Eine wunderschöne Landschaft. So, und der einzige Modus, wo ich ein Fan tatsächlich der Außenperspektive bin. Boah, ich bin sogar gedriftet. Das ist ja der Knaller. Haha, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Los, 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 halt durch. Yeah, Baby, was geht denn, ey? 2 Drifts, dann kann ich eigentlich schon aufhören, ey. Das ist jetzt das beste Ergebnis seit der Erstellung dieses Spieles oder so ähnlich oder meiner Geburt. Whatever. Na klar, mit so einem babyblauen Ferrari fährt sich's natürlich sehr schön. So, Tempozone, da müssen wir ein bisschen Gas geben. Oh, und hier müssen wir bremsen, driften, 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 driften. Ey, das war ja gar nicht so schlecht. 6.300 Punkte und 5.900 hätte ich nur gebraucht. Ja, was ist denn jetzt los? Der Junge wird doch wohl nicht dazulernen. Ui, 3 goldene Sterne. Ist ja wie Weihnachten. Tja, wenn ihr meine anderen Drive Club Let's Plays kennt, werden euch jetzt sehr wahrscheinlich auch die Augen aus dem Kopf gefallen sein. Was natürlich sehr schade ist, weil ihr dann die restlichen Videos nicht mehr angucken könnt. Aber gut. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit gekommen ist und wir gehen ins nächste Rennen. Und zwar in die Canadian Open. Hat in dem Fall nichts mit Tennis zu tun. Was gibt's denn für Karren? Ach, wieder den Ferrari California. Alfa Romeo 4C. Die Kisten da hinten. Ist da noch irgendwas Schönes dabei, was ich noch nicht hatte oder schon lange nicht mehr? Hatte ich den BMW M5 schon mal? Hm, vielleicht eine gute Frage, ne? Aber der Ferrari ist wahrscheinlich schon deutlich schneller. Willst du mich jetzt verarschen? Der Ferrari ist langsamer als der BMW M5? Na gut, so sei es. Obwohl es natürlich auch nicht immer gesagt ist, dass Geschwindigkeit zum Sieg führt, denn solange ich am Steuer sitze, drückt man mir lieber einen virtuellen Smart in die Hand. So, erreiche eine Platzierung in den Top 3, eine Durchschnittsgeschwindigkeitsduell von 145 Stundenkilometer und eine Höchstgeschwindigkeit von 249 Stundenkilometer. Das sind die 3 goldenen Sternchen, nach denen wir lechzen, die wir gerne hätten. Schauen wir mal, ob das Spiel uns lässt. So, das ist ja der BMW. Na gut, jeder, der in Deutschland lebt, wird dieses Fahrzeug schon öfters gesehen haben. Auch ein relativ beliebter Geschäftswagen bei Siemens und Co. Aber damit ich das Auto zumindest halb heil ans Ziel bringe, wechsle ich mal lieber wieder in meine geliebte Motorhaubenperspektive. Um zumindest im Funk eine Chance zu haben. Alter, was ist das denn für eine Strecke? Nix für mich. Hohe Geschwindigkeit, ich hatte es am Anfang noch gesagt. Ja, aber der Sound hört sich wenigstens einigermaßen gut an, ne? Obwohl die Sounds ja in Drive Club allgemein ein bisschen flach klingen. Also vor allem in der Cockpit-Perspektive, finde ich. Das Gamepad vibriert zwar schön, aber so dieses Sportwagen-Feeling, so richtiger röhrender Motor, kommt irgendwie nicht auf. Aber was ziemlich geil ist, was ich gerade sehe, das Auto hat ein Head-Up-Display. Ihr seht da, knapp über dem Lenkrad seht ihr die Geschwindigkeitsanzeige in der Frontscheibe leuchten. Das ist natürlich echt geil. Ich muss zugeben, ich habe so ein Head-Up-Display in Natura noch nie gesehen.
ja, vielleicht schon mal irgendwo auf einem Bild oder in so einer Videopräsentation. Ja, finde ich aber lustig, dass sie das hier eingebaut haben. Ziemlich cool. Ich gehe trotzdem wieder in meine Motorhaubenperspektive. Was habe ich denn jetzt gemacht? Na komm, jetzt halt mal durch. Jetzt konzentriere dich mal. Es ist klar, mit einem BMW M5 über die Strecke preschen und gleichzeitig ein Let's Play kommentieren, und zwar live, ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber du hast dich nun mal für dieses Hobby entschieden. Also zieh's durch. Konzentriere dich. Ab in den Windschatten. Und vorbei an der Kiste. Und bitte nicht gleich in die nächste Leitplanke knallen. Rot? Rot? Ach, da ist rot. Ah, das... Oh, ja, geht doch, geht doch. Oh, es erinnert mich irgendwie an so eine alte NASCAR-Strecke. Irgendwie so. Meine Güte. Und genau wie bei Mercedes, BMW natürlich ein heckangetriebenes Fahrzeug. Und wenn du ein bisschen schräg in der Kurve stehst und dann Gas gibst, dann reißt es dir halt den Arsch hinten weg. Aber das weiß man ja. Oh, ist das eine enge Strecke hier, ey. Mann, Mann, Mann. Muss froh sein, dass die Leitplanken, teilweise auch die unsichtbaren, so gnädig gesetzt sind. So, 67% der Strecke haben wir hinter uns. Das ist also hier kein Rundenrennen, sondern ein Rennen von A nach B. Und wir wollen ja eigentlich in die Top 3 reinkommen. Geschwindigkeitsstrafe, schade eigentlich. Oh, aber zu Recht. Das habe ich schon gerade ziemlich abgekürzt. So, gegen die Sonne. Jetzt wäre eine virtuelle Sonnenbrille nicht schlecht. Trotzdem erkenne ich die roten Fähnchen. Und wie sieht's aus? Da sind wir in der Top 3 wieder dran. Ach komm, die cashen wir doch noch, oder? Na komm. Scheiße, das war eine grüne... Also manchmal frage ich mich echt, wer diese Fähnchen eigentlich an die Kurven gesetzt hat. Da sind manchmal grüne Fahnen an Kurven, ey, die unmöglich mit Vollgas zu fahren sind. Und dann teilweise aber auch rote Kurven, die man deutlich schneller hätte fahren können. Das Geschwindigkeitsduell habe ich leider verkackt. Und jetzt wäre es halt super. Ja, nicht mal das Treppchen. Nicht mal fürs Treppchen hat es gereicht. Keinen einzigen Stern in diesem Rennen. Ja, da wird der Anfänger entlarvt. Ui! Geschwindigkeit von mindestens 249 Stundenkilometer. Na gut. Wenigstens aufs Gaspedal drücken kann er. Aber ein Stern ist schon eine miserable Ausbeute, ne? Na gut, wir liegen ganz gut in der Zeit. Dann würde ich sagen, knallen wir noch ein drittes Rennen hinterher. Und zwar den BHR Track Day. Obwohl... Ach komm, den machen wir im nächsten Video, oder? Muss ja nicht jedes Video hier 15 Minuten lang sein oder was. Man braucht ja auch mal so einen kleinen Happen für zwischendurch. Alles klar. Dann zeige ich euch das einfach im nächsten Video. Machen wir es so, ja? Auf jeden Fall schön, dass ihr bisher da wart. Und ja, wäre vielleicht auch mal nicht schlecht zu wissen. Gibt es eigentlich so eine ideale Videolänge für euch? Ist 10 Minuten super oder guckt ihr lieber 20, 30 Minuten lange Videos? Die Frage kommt mir gerade so auf. Schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es echt mal interessieren. Ansonsten bis hierher erstmal danke zum Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Teil beim BHR Track Day. Bis dahin, danke, macht's gut.